It's all yours, Detective. Mal sehen. Was hast du denn so zu berichten? Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. So, gib mir mal einen Augenzeugenbericht, meine Schöne. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Okay, ich sehe nicht, was dagegen sprechen sollte. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Okay. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Ich sehe auch keinen Grund, warum sie hier lügen sollte. Sieht auch genauso aus wie vorher. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Na, das hilft schon mal weiter. Roter Lincoln Continental mit 3C8. Das lässt schon das alles mit einschränken. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. Man and a woman. That's all. Also das ist nicht die Wahrheit, aber es kann auch keine Lüge sein. Ich zweifle aber an, dass das alles ist, was sie gesagt hat. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Ah ja, ich dachte mir schon, dass die Frau involviert ist. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Aber wenn die Frau... Aber die Frau kann auch mit einem anderen Typen unter deiner Decke stecken. Das kann auch sein. Die Frau hat sich in jemand anders verliebt. Und ist jetzt... Und hat einen Plan ausgeheckt mit ihm. Er bringt ihren Mann um. Sie kriegt die Versicherungspolice. Ist nicht viel. Aber immerhin 16.000, damit kann man schon was reißen. Und mit den 16.000 machen sie und ihr neuer Lover sich auf den Weg nach New Hampshire oder keine Ahnung wohin. Das ist interessant. Ich habe so eine Spur, so ein kleiner Verdacht. Mal gucken, vielleicht verhärtet sich das Ganze. Mal gucken. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? My name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Na, das zweifle ich mal an. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Esther and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Okay. Do you know the victim? Mm-hmm. Yeah. Gute Frage. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Ich sehe keine Zweifel an, warum er das jetzt, warum er da liegen sollte. Not one of your favorite customers. Lester was special, but not my kind of special. Mm-hmm. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Okay, interessant. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Fuck.
Aber ich glaube, also ich glaube, das ist nicht alles. Eine Lüge kann es nicht sein, weil die andere Frau hat auch was gesagt, dass es private Dinge waren. Ich zweifle das. Anzweifeln? Ich zweifle. Nein. Ist es die Wahrheit? Ah! Verdammte Scheiße! Ich guck mal ins Notizbuch, vielleicht hilft mir das. Streit mit gehört. Betrunken, Brustwunde, Köderfigur, Versicherungsbrief. Ah, fuck it. Ist die Wahrheit? Vorhin bei der Wahrheit hat er anders geguckt. Ich zweifle es an. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? Glück gehabt. What is going on here? Glück gehabt. Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. Aha. What a mysterious. Ich komme nicht auf das englische Wort für Zufall. Was ist das englische Wort für Zufall? Keine Ahnung. Naja, aber was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Mit 16.000 kannst du schon eine Kneipe aufmachen. Bin ich mir recht sicher. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ah, come on. Bitte. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. Mm-hmm. Gambled away all mm-hmm. their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Pokerspiele? Thanks for your help, Lynch. Interessant. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolmen. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the Love Tap. Oh, okay. Kann ich vielleicht am Telefon was überprüfen lassen? Vielleicht kann ich irgendwie so das Fahrzeug ermitteln. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Red Lincoln. I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Yeah. Just a moment, detective. Komm schon. Ich weiß, dass du mir was finden kannst. Only one possible make on that license. Ja. Registered to a William Shelton. Nice 738 one. 738 West Temple Street. Nice one. Thanks for your help. Alles klar. Looks like we caught a break on this one. Ja, hinten sind aber noch ein paar Typen. Ah, ich habe mich nur im Spiegel gesehen. Ah, da ist ein... Ist das... Interessant. So this is why everybody comes to raise. Aha. Ich guck mir das mal an. Kann ich nicht. Hm, aber hier ist auch nichts Spannendes irgendwie. Oder? Auf dem Boden? Nee. Hier ist nichts Interessantes. Okay, hier komme ich nach draußen. Ja, okay. Hier hinten ist aber auch nichts. Oder was ist das? Das ist ein Karton, alles klar. Okay. Na, gehen wir mal wieder von raus. Obwohl, ich guck noch mal in den Raum rein. Geh mal aus dem Weg, Broski. Nee, da unten auf dem Boden. Ist das nur Textur? Also das ist mein Hut, das sehe ich. Nee, das ist nur Textur, okay.
Ich kann mich wieder nicht bewegen. Okay. Nee, hier ist nix. Hier, Mr. Baronski. Advice? We've got to track down that Lincoln Phelps. Okay, ich dachte, du kannst mir hier irgendwas finden. Then we nail the driver. Okay, dann holen wir uns mal den linken Fahrer ab. Nee, ins WC kann ich nicht. Und mit der Ehefrau würde ich auch gerne noch ein paar Wörter reden. Aber das alles erst in der nächsten Episode von L.A. Noir. Ja, der Tag bricht bald an. Und auch so werden wir uns auf die Fahrt begeben. Und herausfinden, was der Besitzer des roten linken Kontinentals so alles weiß. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, meine Freunde. Man sieht sich demnächst wieder bei L.A. Noir. Macht's gut.